Good morning, Dubai, meine Freunde. Heute geht es ein bisschen hoch hinaus. Wir haben heute ein Infinity Pool gebucht. Und schaut euch mal das Video an. Mega schön hier. Leute, ich bin absolut geflasht hier. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Zieht euch doch mal die Aussicht rein. Es ist der Hammer. Der Hammer, Leute. Also es ist wirklich so krass hier, Leute. Ihr habt einmal 360 Grad Pool. Ihr könnt einmal komplett, habt ihr den Palmen View. Ihr habt hier den kompletten View, auf da hinten ist der Busch Al-Arab, rüber zu Marina und ja, wenn ihr mal in Dubai seid, auf jeden Fall empfehlenswert, müsst ihr machen, hier Sky Pool Bar, Aurora, mega. Seht ihr die super schöne Skyline, die Marina. Wenn ihr weitergeht, ist das eine das Address Hotel mit dem Loch in der Mitte. Rechts daneben seht ihr das Riesenrad. Und wenn ihr hier die Palme schön langsam lang geht, kommt ihr am Atlantis Hotel aus. Rechts daneben ist auch der Wasserpark und das neue Atlantis zu sehen. So Leute, falls ihr mal in Dubai sein solltet, auf jeden Fall Aurora, Sky Pool Bar, müsst ihr unbedingt hin. Ist der absolute der Burner. Der Burner. Wenn ihr innen drin haben die noch eine mega coole Lounge, ne? So eine coole Lounge Area, kann man sich auch was zu essen, was zu trinken holen. Und ich würde sagen, wir checken jetzt einmal auch das Menü, falls ihr hier sein solltet, damit ihr die Preise ungefähr wisst, was alles kostet. Das ist hier das Essen, ich hoffe man erkennt es. Das sind die Snacks. So um die 95 bis 70 Dirham. Brote, Bowls habt ihr. Und noch vieles anderes. Kommen wir noch zu den Sushi Specials. Die sind so, ja, günstigstes 85 bis 130 Dirham. Dann noch natürlich das Wichtigste, die Drinks. Auch nicht gerade super billig. Günstigste Bier ist ja, 60 Dirham.
Turbtails sind ab 80 Dirham bis 95 Dirham. Genau, in Pink Beach 85 Dirham. Ja, das sind so ungefähr die Preise. Gucken wir noch, Flasche, Wodka, Belvedere, die kleine, 90 Milliliter, 2025 Dirham. Ja. Kann man sagen, Schnapp.